Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung VR Family, miteinander vereinbaren, von guten Kooperationen profitieren. Heute geht es um solidarisches Verhalten in der Vereinbarkeitspolitik, auch so die Frage, wo sind denn Synergien möglich bei Kooperationen, wenn es um Vereinbarkeitsthemen geht. Wir haben dafür auch eine kleine Stichprobenumfrage gemacht, die ich Ihnen gerne vorstellen werde auch. Sie werden auch immer wieder mal die Möglichkeit haben, im Chat was zu sagen. Und haben auch spannende Gäste eingeladen, VertreterInnen verschiedener Organisationen auch, die auch von ihren Erfahrungen berichten werden und wo besondere Erfolgskriterien sind und vielleicht auch so die ein oder anderen Stolpersteine. Nochmal kurz zum Datenschutz. Also es ist so, dass die Teilnehmerliste nicht sichtbar ist. Ihr Name wird sichtbar, wenn Sie im Chat reinschreiben, aber jegliche Weiterverarbeitung dieses Formats als Video oder Ähnliches wird so sein, dass keine Namen erkennbar sein werden. Kann Sie nur einladen, nachher auch kräftig beim Chat mit teilzunehmen. Ja, fangen wir mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde von uns an. Mein Name ist Oliver Schmitz, ich bin Geschäftsführer der Beruf und Familie Service GmbH, dem Träger des Audit Beruf und Familie und Audit Familiengerechte Hochschule, was hoffentlich den meisten auch gut bekannt ist auch. Genau, und freue mich sehr, heute hier die Moderation mit zu übernehmen und gebe jetzt gern weiter an Kirsten. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Oliver. Kirsten Frohnert, mein Name. Ich freue mich, so viele bekannte Gesichter sozusagen, beziehungsweise die Namen zu sehen in der Teilnehmerliste. Ich bin die Projektleiterin vom Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und als wir mit der Beruf und Familie Service GmbH diese Veranstaltung geplant haben, war uns nicht klar, dass wir uns in der Themenwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen, der ARD befinden. Und wir finden, das ist auch ein toller Beitrag zu diesem Thema Wir gesucht, was hält uns zusammen. Und ich freue mich auf die Veranstaltung. Dieses Thema mit und voneinander lernen ist ja auch das Thema, was uns im Netzwerk sehr beschäftigt. Und insofern umso schöner, dass Sie alle dabei sind und dass das Interesse so groß ist. Tommy, ich gebe ab an dich. Ja, danke, Kirsten. Hallo Oliver, hallo Kirsten, hallo liebe Teilnehmenden. Auch ich bin Teil der Moderation heute, ein starkes Team zu dritt. Wir haben auch sehr viele Teilnehmende. Wie schon gesagt, das weist darauf hin, dass das Interesse an diesem Thema sehr groß ist. Und Oliver, du hattest ja bereits angekündigt, dass wir auch tolle Unternehmen, tolle Organisationen heute zu Gast haben, denen wir direkt in den Erfahrungsaustausch gehen werden. Und dann möchte ich vorschlagen, lassen wir uns doch beginnen mit der ersten kurzen Vorstellungsrunde. Wir haben nämlich zwei Vertreterinnen des Dresdner Netzwerk Beruf und Familie dabei. Frau Viktoria Albrecht und Caroline Schaufel. Und wir werden im Verlauf dieser Veranstaltung immer wieder an verschiedenen Punkten mit Ihnen ins Gespräch kommen. Aber vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und erfahren ganz kurz, was müssen wir über Sie wissen, was müssen wir über Ihre Organisation wissen. Vielleicht wollen Sie anfangen, Frau Schaufel? Sehr gern. Genau, ich bin Caroline Schaufel und ich koordiniere an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden das Professorinnenprogramm und ja alle Maßnahmen zur familiengerechten Hochschule. Und wir sind mit der HTW Dresden Teil des Dresdner Netzwerks Beruf und Familie. Und da sind wir seit 2014 Mitglied. Also es ist auch das Jahr, wo wir mit dem Audit familiengerechte Hochschule zertifiziert wurden. Genau, und ich freue mich, heute dabei zu sein. Okay, vielen Dank für diese Blitzvorstellung, Frau Schaufel. Wie gesagt, wir werden die Gelegenheit haben, immer wieder mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und von Ihrem weiten Erfahrungsschatz auch zu profitieren hier in dieser Runde. Sie haben ja auch eine Kollegin mitgebracht, nämlich Frau Albrecht. Ich sehe Sie allerdings gerade nicht in der Teilnehmendenliste. Sie war vorhin kurz da. Deswegen würde ich vorschlagen, wir geben Frau Albrecht die Möglichkeit, sich später vorzustellen, wenn sie wieder hier in diesem Webinarraum sichtbar ist. Außerdem haben wir auch noch einen Gast aus Jülich, vom Forschungszentrum Jülich hier, Frau Groß, die sehen Sie als Teilnehmende unten eingeblendet. Wir würden die Vorstellung von Frau Groß im Anschluss machen, denn Jülich haben wir eingeladen, weil sie ein sehr, sehr spannendes Kooperationsprojekt für die Beschäftigten untereinander gestartet haben. Und da kommt auch noch ein weiterer Kollege dazu, der wird sich ja später dazu schalten. Aber dann schlage ich vor, dass ich an dich abgebe, Oliver, dass wir weitermachen. Mhm. Okay, ja, fangen wir an quasi mit einer kurzen, ich blende immer wieder mal ein, so die Ergebnisse aus unserer Befragung, die wir gemacht haben, was wirklich eine Stichprobenbefragung gewesen ist, aber wir werden Sie auch nachher nochmal befragen auch,
mehrmals, um zu erfahren, was Ihre Erfahrungen sind. Und wie gesagt, immer die Einladung auch, sich über den Chat zu beteiligen auch. Das wird nachher auch ausgewertet. Wir machen dann nachher auch quasi so eine Ergebnispräsentation auch von dem, was im Chat entstanden ist. Genau, also die Befragung haben wir in Kooperation mit dem Erfolgsfaktor gemacht über unseren Beruf und Familie Scout, wo wir regelmäßig Stichprobenbefragungen auch machen. Und kommen wir mal so zu den ersten Ergebnissen, wo es darum geht, auch wer sind denn so die KooperationspartnerInnen, mit wem arbeitet man da zusammen? Und da haben jetzt von den 21 haben bei der Abfrage, ob man mit anderen Arbeitgebern zusammenarbeitet, waren 9, die mit anderen Arbeitgebern zusammengearbeitet haben und 12, die nicht. Also häufig erlebt man als Arbeitgeberkooperationen, aber es gibt ja ganz unterschiedliche. Aber auch die Kommunen sind je nachdem öffentliche Einrichtungen durchaus auch interessante KooperationspartnerInnen auch. Und hier waren dann noch 8, die gesagt haben, sie kooperieren auch mit Kommunen. Nicht selten hat man auch eine Mischung an Kooperationen auch. Und natürlich interessant auch für uns, weil mit dem lokalen Bündnis kooperieren wir auch sehr eng, gerade auch der Erfolgsfaktor. Und das ist doch immerhin knapp die Hälfte auch, die mit dem Erfolgsfaktor kooperieren, die ja in allen Regionen auch vertreten sind. Aber fangen wir jetzt mal an mit einer Frage an Sie, die Teilnehmenden. Und zwar, wer sind Ihre Kooperationspartner? Ich starte gerade mal die Umfrage. Und zwar, wer sind die Kooperationspartner? Sind es andere Arbeitgeber? Sind es öffentliche Institutionen? Sind es vielleicht gemeinnützige Organisationen, Initiativen? Sind es kommerzielle Dienstleister, was es natürlich auch immer mehr gibt? Oder ist es halt auch das Bündnis für Familie? Da tut sich gerade ganz viel. Wir haben über 100 Teilnehmende, was uns natürlich sehr freut, dass das Interesse so groß ist an diesem Thema. Aber ich glaube, das ist auch was wir jetzt während der Krise gelernt haben, dass Kooperation, gemeinsames Arbeiten doch schon mal zu mehr Ergebnissen, zu besseren Ergebnissen führt. Aber wir kommen gleich noch mehr zu den Erfolgsfaktoren und auch zu den Stolpersteinen. Das läuft gerade noch. Das ist ein recht ausgeglichenes Gruppenbild hier, ne? Ja. Genau, dann würde ich mal die Ergebnisse, da kommen gerade noch ein paar rein. Es läuft noch etwas hoch. Dann würde ich jetzt mal die Ergebnisse präsentieren. Also ganz interessant, öffentliche Arbeitgeber, öffentliche Institutionen liegen quasi vorne, wobei das schon eine relative Gleichverteilung ist, aber zeigt nochmal, wie wichtig auch gerade öffentliche Einrichtungen sind. Aber auch eben gemeinnützige, dann häufig Vereine, Ähnliches, die dann vor Ort dann auch unterstützen. Mit denen wird viel kooperiert. Und insbesondere auch kommerzielle Dienstleister. Das ist ja auch was in den letzten Jahren oder gerade auch während Corona nochmal sich deutlich verstärkt hat, auch das Angebot und auch mittlerweile ziemlich professionalisiert hat. Also wir kriegen da häufig auch sehr positive Signale zu den und von den Organisationen, die wir im Audit begleiten, zu den kommerziellen Dienstleistern auch. Vielleicht schreiben Sie auch mal in den Chat, ob Sie während der Corona-Zeit sozusagen auf andere Anbieter zurückgegriffen haben, auf kommerzielle Dienstleister, ob sich da Ihre Zusammenarbeit verändert hat durch die Corona-Situation. Wunderbar, dann wollen wir doch die Gelegenheit nutzen, dass wir einen in der Kooperation erfahrene Organisation hier mit als aktive Teilnehmende haben. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass Frau Albrecht genau wahrscheinlich auch für Sie jetzt sichtbar ist. Schön, dass Sie da sind, Frau Albrecht. Wollen Sie sich kurz vorstellen, was müssten wir denn über Sie wissen hier in dieser Runde? Frau Schaufel hat bereits ein bisschen skizziert, was das Dresdner Netzwerk Beruf und Familie umsetzt. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wer Sie sind. Ja, da. Genau, wunderbar. Ist noch stumm geschaltet? Ja, ja.
Ja, schönen guten Morgen. Es tut mir leid. Der Laptop, den ich sonst immer verwende, ist mindestens 5, 6, 7, 8 Mal hintereinander mal wieder runtergefahren. Ich konnte mich kurz anmelden und gleich war er wieder unten. Wir müssen den erstmal wegbringen und meine, also unsere Sekretärin hat mir gerade einen ganz alten gegeben. Ich hoffe, dass der jetzt durchhält. Wir können Sie gut sehen und gut verstehen, Frau Albrecht. Dann ist ja gut. Entschuldigung nochmal für diese technischen Probleme, die wir hier hatten gerade. Ja, ich weiß jetzt ja nicht, was gelaufen ist, insofern. Genau, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und Sie stellen sich kurz vor, damit die Teilnehmenden hier auch wissen, mit wem wir ins Gespräch kommen gleich. Ja, ich weiß jetzt nicht, haben Sie schon das Dresdner Netzwerk vorgestellt? Wir haben das kurz skizziert, aber wir werden gleich die Gelegenheit haben, hier nochmal genauer drauf zu schauen. Also, ich bin vom Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden. Und hier in Dresden haben wir ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Ursprünglich funktionierte das über die Auditierung. Das war 2007, dass bereits das SMWK, also Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die TU Dresden und das IFW, das ist ein Leibniz-Institut, zu dritt schon 2007 die erste Auditierung gemacht haben. Und in dem Zusammenhang wurde das Netzwerk gegründet und es wurden dann noch die anderen Leibniz-Institute mit dazugenommen. Und nach und nach haben sich alle auditiert und das Netzwerk wächst und wächst und wächst. Ja, das erstmal so ganz kurz. Ich bin seit 2004 am Institut die Gleichstellungsbeauftragte, habe 2010 dann auch Projektleitung Beruf und Familie übernommen. Bin also auch die Projektleiterin dort schon seit 2010 und wir haben jetzt gerade unser zweites Dialogverfahren abgeschlossen und eingereicht. Das bloß mal kurz zur Vorstellung. Okay, vielen Dank, Frau Albrecht. Und Oliver Schmitz hat ja gerade die Umfrageergebnisse präsentiert, ne? Also mit welchen Akteuren Sie, liebe Teilnehmenden, kooperieren und mit welchen Akteuren auch die Unternehmen, Organisationen kooperieren, die wir im Vorfeld befragt haben. Wie sieht es denn bei Ihnen im Netzwerk aus, Frau Albrecht? Sie haben gerade skizziert, welche Institutionen mitmachen und wie würden Sie Ihre Kooperation dort beschreiben? Also das ist eine sehr fruchtbare Kooperation. Wir haben hier in Dresden ja auch einen sehr, sehr großen Wissenschaftsstandort. Der ist ja auch sehr bekannt. Und die Technische Universität Dresden ist ja auch Exzellenzuni schon seit einigen Jahren. Und auch in dem Zusammenhang sind viele Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen in einem sogenannten Dresden-Konzept. Und dort sind 33 Institute und Forschungseinrichtungen und Universitäten in diesem Dresden-Konzept. Also es wird auch auf wissenschaftlicher Basis sehr viel zusammengearbeitet. Wir haben auch die gemeinsamen Professuren mit der TU Dresden, also diese Forschungsinstitute, egal ob das jetzt Fraunhofer-Institute sind oder Helmholtz oder Leibniz, das ist dann immer mit der TU eine gemeinsame Professur, sodass wir also auch auf wissenschaftlichem Gebiet viel zusammenarbeiten. Es hat sich natürlich dadurch, dass wir die Auditierung sehr zeitig gemacht haben und dann auch zeitgleich gemacht haben, sehr viele Punkte gegeben, die wir gegenseitig dann nutzen konnten, weil die TU ja eine Rieseneinrichtung ist. Die haben 30.000 Studenten, glaube ich, und vielleicht 5.000 Mitarbeiter oder so. Also ganz andere Möglichkeiten als die kleineren Forschungsinstitute. Und insofern können wir auch die Sachen, die an der TU dort etabliert worden sind, als Netzwerkpartner mitnutzen, in einem gemeinsamen Geben und Nehmen. Also wir haben da ganz viele Beispiele, die wir dann nennen können, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon an der Stelle oder vielleicht erst später. Also, ich glaube, es wäre ganz interessant, an dieser Stelle auch kurz zu erfahren, Frau Albrecht, welche Angebote Sie machen und wie sich das Netzwerk hier oder die Netzwerkmitglieder gegenseitig unterstützen in Vereinbarkeitsfragen. Ja, also wir haben da natürlich, wir haben ja heute das Thema Familie, ganz, ganz viele Sachen, die wir gemeinsam machen. Zum Beispiel hat die TU ja auch angeschlossen das Studentenwerk
mit eigenen Kinderkrippen und Kindergärtenplätzen, mit einem Campusnest, wo auch stundenweise Kinderbetreuung möglich ist. Und dieses Campusnest ist auch für alle Netzwerkpartner offen, sodass auch die Mitarbeiterkinder von den Forschungseinrichtungen dort stundenweise ihre Kinder betreuen lassen können. Und wir haben auch als Netzwerkpartner die Möglichkeit gehabt, beim Studentenwerk Belegplätze für unsere Institutionen, also für unsere Forschungsinstitute zu stellen und dort eben Verträge zu machen über Belegplätze. Und auch dort gab es dann wieder so, wenn neue Netzwerkpartner dazu kamen und es gab keine Belegplätze mehr, dann wurde alles auch sehr unkompliziert gelöst, indem man dann gesagt hat, wir haben Belegplätze, die sind im Moment nicht belegt, wir können euch jetzt gerade mal ein oder zwei zur Verfügung stellen. Und dann wurde das so, ohne dass da Verträge groß gemacht wurde, sondern aus Kollegialität gemacht. Dann lief halt, wir mussten das dann zwar beim Studentenwerk bezahlen, aber die Einrichtung, das war beispielsweise auch mal die HTW, die hat dann das Geld wieder an uns überwiesen, sodass das wirklich auf total kollegialer Art und Weise gelöst wurde. Also das ist schon eine schöne Sache, wie man da im Netzwerk sich auch versucht, gegenseitig zu helfen. Dann haben wir auch die an der TU wurde das auch etabliert, eine Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder. Und das läuft im Endeffekt so, dass Vormittag ein wissenschaftliches Programm stattfindet und am Nachmittag ist dann eine Sportveranstaltung an der TU Dresden. Und diese wissenschaftlichen Veranstaltungen, da ist es auch wieder so, dass die einzelnen Netzwerkpartner sich beteiligen. Das heißt, einen Vormittag sind sie mal an dem Forschungsinstitut, den nächsten Mal an der SLUB, also das ist die Bibliothek hier, und dann mal an dem nächsten Forschungsinstitut, dann an der TU. Und dadurch lernen die Kinder auch verschiedene Teile kennen, werden auch ein bisschen in die Wissenschaft mit integriert, dass man eben auch da schon versucht, wieder Interesse zu fördern und dergleichen. Also das ist auch in der Richtung wieder ein Geben und Nehmen. Und dafür, dass eben ein Institut dann auch einen Vormittag dort für die Kinder gestaltet, dürfen wieder Mitarbeiter von dieser Institution da an der Ferienbetreuung teilnehmen. Also das ist auch wieder so auf Basis Geben und Nehmen, ne? Ohne dass wir Gelder in die Hand nehmen, weil das ist einfach sehr schwierig, Gelder zu bekommen. Ja, also da sind uns immer die Hände gebunden und das versuchen wir eben über Kollegialität zu klären. Ich würde da gerne mal kurz einhaken, weil im Chat gibt es zwei Kommentare, das bezogen auf diesen Belegplätzetausch sozusagen, das Abtreten eines freien Belegplatzes zur Kinderbetreuung an einen Kooperationspartner, das in anderen Bundesländern offensichtlich aufgrund fehlender freier Plätze diese Chance gar nicht bestünde. Das waren jetzt Belegplätze, die Sie innerhalb Ihres Kooperationsverbundes hatten, ne? Die ja, gerade genau, im Studentenwerk, was der TU Dresden angeschlossen ist, ja, genau. Wie ist insgesamt die Kinderbetreuungssituation bei Ihnen? Die ist ja, glaube ich, sehr viel besser als in vielen anderen Bundesländern. Ja, da haben wir ein bisschen Glück. Ja, wir hatten auch hier eine Oberbürgermeisterin, die da sehr für sich eingesetzt hat, dass wir hier in Dresden viele neue Kindergärten und Krippenplätze, Krippen gebaut werden, Kinderbetreuungsplätze da sind. Und insofern ist die Lage, was jetzt in der Stadt Dresden betrifft, etwas entspannter. Ja, das Thema Kooperation, wenn es um die Betreuung der Kinder, der Mitarbeiter geht, sei es in der Regelbetreuung oder für die Ferien, ist ja auch so ein Klassiker der Kooperation. Und da wurden ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Das ist immer wieder spannend, auch mit Unternehmen bei uns im Netzwerk zu diesem Thema zu sprechen. Vielleicht kommen wir darauf auch noch mal etwas genauer zu sprechen im Anschluss. Vielen Dank an dieser Stelle, Frau Albrecht, erstmal. Denn nachdem wir jetzt Sie kennengelernt haben und auch gesehen haben, wie vielfältig die Kooperationsakteure sind, mit denen auch Sie schon zusammenarbeiten, wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Gründe schauen. Was erhoffen sich Unternehmen, Organisationen von einer Kooperation? Und Oliver Schmitz hat ja bereits ein paar Slides gezeigt aus dieser Umfrage, die wir im Vorfeld dieser Veranstaltung umgesetzt haben. Und das wollten wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Nämlich die Unternehmen, die Organisationen, die wir gefragt haben bezüglich der Gründe, haben viele Faktoren angegeben. Sie können das sehen hier in diesem Balkendiagramm. Tatsächlich gibt es eine ziemlich große Gleichgewichtung der Angaben. Da gibt es jetzt keinen Ausreißer. Und es zeigt einfach, wie
ne, welche Potenziale dahinter stecken, wenn Unternehmen, wenn Organisationen sich zusammenschließen, um eben Probleme anzugehen in Vereinbarkeitsfragen. Und wir haben auch diese Frage für Sie, liebe Teilnehmenden, vorbereitet. Und dann sind wir sehr gespannt, welche Gründe Sie hier haben. Würde ich jetzt mal starten. Und zwar auch wieder eine Umfrage. Und zwar haben wir jetzt mal zu die uns wesentlichsten Kriterien mal zusammengestellt in dieser Abfrage. Also wo geht's drum? Was sind die Gründe? Das eine ist Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, der eigenen Arbeitgebermarke quasi. Dann ein häufiger Grund ist auch Standortattraktivität. Also gerade Kooperationen, so kleinregionale Kooperationen in Industriegebieten oder ähnliches, dass man die an Standort dann quasi da einen Beitrag zu leisten, dass der attraktiver wird. Dass vorhandene Infrastruktur genutzt wird. Vielleicht hat ein Nachbarunternehmen oder eine andere Institution einfach eine Infrastruktur, die man mitnutzen kann. Das Gleiche mit dem Know-how, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich kenne auch ganz tolle Beispiele, wo sich dann Gesundheitsdienstleister mit einem Finanzdienstleister zusammentun. Der eine berät die Beschäftigten im Bereich Gesundheit, der andere bei Finanzen auch. Oder auch natürlich personelle Entlastung. Muss ich dann alles selber organisieren oder kann man sich das aufteilen? Genauso mit den finanziellen Entlastungen auch. Machen wir gemeinsame Ferienbetreuung oder ähnliches, dass dann kostengünstiger ist, wenn man es zusammen macht. Und generell auch so die Frage nach Entwicklung, Austausch, quasi so neue Innovationen durch Kooperation zu bekommen oder sind es vielleicht auch andere Gründe? Wählen Sie aus, was Sie meinen. Also was Sie jetzt vielleicht aktuell haben bei Kooperationen, aber auch wenn Sie jetzt Kooperationen gerade anstreben, was sind so quasi die Gründe, um ein gemeinsames Angebot zu fördern? Da kommen noch Antworten rein. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, um das zu beeinflussen, aber Steigerung Arbeitgeberattraktivität ist schon sehr weit oben. Und auch der Austausch, Innovationen fördern. Mehrfachnennungen sind möglich, das ist hier gerade die Frage, genau, oder? Ja. Ja. Aber Frau Lange schreibt, dass sie gerne mehr angeklickt hätte. Bei ihr ging nur eins anzuklicken. Oh. Ah, das. Okay. 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 Also das kommt jetzt von mehreren, das war kein Mehrfachanklicken möglich. Ja. Insofern haben wir hier das Ergebnis sozusagen, was als erstes angeklickt wurde und das scheint ja dann auch die höchste Priorität genau zu haben. Ja. Gibt auch ein Bild wieder. Ja. Genau, letztendlich ist ja um Stimmungsbild. Es gab übrigens noch zur Frage, Frau Albrecht, der Kinderbetreuung. Vielleicht kann man das bilateral klären, dass Sie sich in Verbindung setzen mit Frau Sprengel, beziehungsweise Frau Sprengel mit Ihnen, zu Fragen des Geldwertenvorteils und wie das steuerlich behandelt wird, wenn sozusagen Belegplätze dann auch weitergegeben werden. Und das ist, glaube ich, jetzt so eine spezifische Frage, die ich jetzt auch sozusagen, die wir auch rechtlich nicht beantworten können. Ich glaube, da wäre es ganz sinnvoll, wenn Sie nach der Veranstaltung nochmal bilateral Kontakt miteinander aufnehmen und das klären. Genau, ich würde mal präsentieren. Bisschen verfälscht natürlich jetzt, weil jetzt auch keine Mehrfachnennung, war da dann leider falsch angelegt, möglich war. Aber Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sicherlich ein ganz wichtiger Punkt auch. Ebenfalls noch sehr stark quasi die Entwicklung, Austausch von Ideen und Lösungskonzepten. Also, dass man sich einfach austauscht zu den Themen, finde ich ganz spannend, weil das wirklich so zur Innovation dann auch beitragen kann, wenn man miteinander kooperiert auch. Und natürlich auch noch stark finanzielle Entlastung, das erlebt man auch häufig, gerade, sagen wir mal, kleineren mittelständischen Unternehmen, dann Betreuung allein zu stemmen oder auch Ferienbetreuung ist finanziell herausfordernd, dass man sich da zusammentut. Aufteilung der Aufwände auch wichtig. Ja, es kommt im Chat immer wieder dieses Thema Geldwerter Vorteil. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Hängt auch immer ein bisschen von den
Angeboten ab. Wir haben es immer wieder mal bei Ferienbetreuung auch. Wie kann man da so dem geldwerten Vorteil entgehen? Und häufig kann eine Kooperation auch mit ein Weg sein, um dem etwas zu entgehen, weil es da nicht exklusiv nur für die eigenen Beschäftigten sind. Aber ich möchte jetzt hier keine steuerliche Beratung machen. Das wäre ein bisschen heikel. Aber da gibt es durchaus auch nochmal Vorteile, auch wenn man das aus der Kooperation heraus aussieht. Aber offensichtlich, Oliver, scheint das ja für viele ein spannendes Thema zu sein. Tommy, wir nehmen das auch mal mit. Mhm. Wir dürfen ja auch keine Rechtsberatung machen, aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, auch mal mit einem Fachmann, einer Fachfrau, da ein Angebot zu machen, wie Familienangebote von Unternehmen steuerlich behandelt werden müssen, sollten, was man dabei beachten muss. Es scheint ja ein wichtiges Thema für Sie alle zu sein. Wenn ich da kurz was sagen könnte. Recht gerne. Ja, sehr gerne. Geldwerter Vorteil. Das hat ja derjenige, der den Belegplatz nutzt, keinen geldwerten Vorteil. Er muss ja den Krippenplatz oder den Kindergartenplatz trotzdem bezahlen. Also es ist ja nicht für die Person ein geldwerter Vorteil, sondern nur der Vorteil, dass er den nutzen kann. Ja, wir bezahlen ja nur, dass der breit gehalten wird. Mhm. Okay. Gut. Danke für diese Konkretisierung. Ja. Auch ganz wichtig. Aber eben auch eine Frage für den Steuerberater, wo sich dann auch schon mal der Steuerberater schwer tut. Manchmal hängt es dann auch von der Laune des Finanzamtprüfers dann ab, was er dann wie durchlässt. Also ich kenne da ganz viele Diskussionen auch. Ja, vielen Dank soweit. Und ja, jetzt ist der Schaps auch da und Frau Groß vom Forschungszentrum Jülich. Vielleicht stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor auch. Sie haben auch ganz paar spannende Beispiele nachher schon von sich auch. Susanne, möchtest du anfangen? Das ist mir egal. Ladies first. Okay. Ja, mein Name ist Susanne Groß. Ich arbeite im Forschungszentrum in Jülich. Das ist ein Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft. Bin hier schon seit mittlerweile 26 Jahren angestellt, in verschiedensten Positionen. Jetzt mittlerweile für die Personalbetreuung zuständig bei uns in der Abteilung. Die hat 75 Mitarbeiter. Da mache ich alles, was so mit Personal zu tun hat. Ich habe selber zwei Kinder, die jetzt mittlerweile 17 und 19 sind und bin seit 2015, darum geht es jetzt hier, um die Familienbotschafter, quasi die erste Generation mit dabei. Und was das genau ist, ich glaube, das wird Herr Schaps jetzt nochmal sagen. Genau, oder wir machen das gemeinsam. Danke, Susanne, und genau, zu meiner Person kurz. Ich bin Philipp Schaps. Ich arbeite auch im Forschungszentrum. Ich aber in der Stabsstelle Büro für Chancengleichheit, wo wir seit jeher, kann man sagen, auch für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie zuständig aus in dem Forschungszentrum. Und aber auch für die Themen Frauenförderung und Vielfalt. Das sind auch weitere Themen, an denen wir arbeiten, gemeinsam mit vielen anderen Partnern im Forschungszentrum. Und das Gemeinsame steht ja auch heute im Vordergrund. Und da hat Susanne ja auch schon gesagt, da haben wir 2015 die Idee der FamilienbotschafterInnen entwickelt und auch umgesetzt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte, über die wir dann heute so ein bisschen erzählen können. Genau. Und da freuen wir uns drauf. Vielen Dank auch für die Einladung. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich würde noch mal auf eine Folie ganz kurz gehen. Und zwar ist das so, wie fördern Sie gegenseitige Unterstützung von Beschäftigten in Vereinbarkeitsfragen? Das war auch noch eine Frage, die wir gestellt hatten bei unserer Umfrage. Und das war ganz bunt auch. Das zeigt so die Vielfältigkeit. Ganz wichtig eben offene Kommunikation, Einbettung in die Unternehmenskultur. Ich denke, das sind so ganz maßgebliche Sachen, damit so eine Organisation durchdringt und damit es auch authentisch wirkt quasi, was es an Angeboten gibt. Es braucht Multiplikatoren in jedem Team. Also es braucht immer so diese Antreibende auch, um Themen voranzubringen auch. Man muss für das Verständnis untereinander werben, gerade bei Kooperationen, bei solidarischen Beispielen auch ein ganz wichtiges Thema. Und immer wieder Themen auf die Agenda setzen, das heißt Kommunikation in Vorträgen,
in Personalrunden, beim Betriebsrat, Personalrat mit anbringen, auch die Themen, dass sie wirklich überall gesetzt werden. Dann gibt es auch Workshops, wurden dafür gemacht, um das entsprechend zu fördern, Vernetzungsmöglichkeiten, Frauennetzwerken, Ähnliches auch, Austausch beim Treffen der Elternzeitnerinnen und hier nochmal Praxis, 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 also wirklich anwenden auch. Und ich habe auch die Erfahrung, gerade bei Kooperationen, es braucht immer so ein bisschen, bis sowas dann angelaufen ist. Und ja, wenn sich das gut eingespielt hat, ist es dann ein wirklicher Mehrwert. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen Investition, aber es macht sicherlich Sinn, das Ganze zu fördern. Ja, und dann würde ich den Ball nochmal gerne wieder ans Forschungszentrum zurückgeben auch. Wie Sie denn jetzt quasi fördern die Kooperation, die Zusammenarbeit, das Solidarische beim Thema Vereinbarkeit? Okay, genau. Also an den Punkten, die jetzt gerade auf der Folie zu sehen waren, kann ich an ganz, ganz vielen Stellen anschließen. Und im Vordergrund natürlich heute erstmal diese Idee, die schon durchklang mit den Familienbotschaften. Also mehrere der Punkte, die da sichtbar waren, waren auch die Grundidee davon. Also einmal das Thema, wie kriegen wir eigentlich alle Mitarbeitenden irgendwie gut informiert und gut mitgenommen? Und wie durchdringen wir die gesamte Organisation? Das war so eigentlich eine der Hauptausgangsfragen, die wir uns damit im Rahmen des Auditsprozesses damals auch gestellt haben. Und MultiplikatorInnen stand da ja auch gerade drauf. Das war so eine der Hauptfunktionen, die Familienbotschaftenden haben. Aber auch in den Teams irgendwie so ein bisschen mit als Botschaftende quasi dafür zu stehen, für so eine Kultur, für so familienfreundliche, sorgearbeitsbewusste Kultur sozusagen. Das ist auch eine Funktion, die wir mit der Einführung der Familienbotschaftenden mitgedacht haben. Und aber auch ganz praktische Sachen wie Vermittlung von Kontaktpersonen. Also kommt dann, die Familienbotschaften sollen nicht selber Familienberatung machen oder Elternzeitberatung machen oder Führungskräften, Führungsaufgaben abnehmen. Vielleicht einen kleinen Teil davon, aber nicht so die direkte Führung, die arbeitszeitrechtlichen Geschichten und sowas. Das müssen Familienbotschaftende nicht machen. Sie sind viel mehr Vermittlerinnen und MultiplikatorInnen geworden. Aber wie gesagt, auch Mitgestalterinnen und Kulturveränderinnen so ein bisschen, finde ich zumindest, weil sie halt auch so ein bisschen zeigen, hier in diesem Institut ist uns das Thema wichtig und wir achten auf euch als Mitarbeitende. Und auch das stand auf dieser Folie, das wäre jetzt erstmal mein letzter Punkt zu der Frage. Sie sind auch mittlerweile so eine Art eigenes Netzwerk geworden, finde ich, ne, Susanne? Also ihr seid, ne, du bist seit jetzt demnächst 7 Jahren dabei. Ich glaube aktuell sogar fast genau 7 Jahre. Es war auch im Herbst damals, 2015. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Monat, aber es müssten 7 Jahre sein. Und es gibt so einen inneren Kreis, sage ich mal. Man kennt sich seit einigen Jahren und man hat auch schon an vielen Themen mitgewirkt. Und es ist so ein kleines internes Netzwerk auch geworden, wo wir auch drauf zurückgreifen. Wenn wir mal irgendwie ein Feedback brauchen zu einer Vereinbarkeitsmaßnahme, dann können wir, da gibt es ein paar Familienbotschaftende, schickt denen das mal oder können die mal da drauf schauen oder mitkommen in einen Workshop und so. Also das ist auch noch eine Funktion, die eigentlich so ein bisschen dazugekommen ist, würde ich sagen. Vielleicht können Sie mal aus der Praxis konkret berichten, Frau Groß, sozusagen, was sind so, wie muss man sich das vorstellen als Familienbotschafterin? Ja, was sind so Anfragen, die an Sie kommen und wie gehen Sie da so vor? Ja, tatsächlich ist das bei mir so ein bisschen auch rollenbedingt. Die Anfragen, die ich kriege, die kriege ich in beiden Rollen. Also weil ich halt als Personalsachbearbeiterin hier arbeite, kommen natürlich Fragen zu, genau wie Herr Schaps gerade sagte, zu Elternzeit, Elterngeld, sonstigen Vereinbarkeitsthemen. Und ich habe sowieso von jeher aufgrund meiner Rolle hier sozusagen die Couch im Büro stehen. Zu mir kommt sowieso jeder, wenn er irgendein Problem hat. Deswegen ist das für mich, glaube ich, ganz einfach. Ich glaube, für viele andere Familienbotschafter in den Instituten ist das vielleicht nicht ganz so einfach, weil das sind zum Teil auch Wissenschaftler, die das mehr oder weniger freiwillig auch machen. Und die haben, glaube ich, das haben wir auch schon öfters besprochen in den Treffen, das Problem, dass die eben nicht angesprochen werden, weil das ist noch nicht bis in alle Ecken vorgedrungen, das Forschungszentrum, dass das überhaupt gibt, dass derjenige im Institut das gerade ist, weil man es vielleicht auch nicht erwartet. Und die berichten häufiger, dass sie das erst dann über Umwege erfahren. Das ist, glaube ich, etwas, weil wir auch über Stolpersteine sprechen wollten, was manchmal nicht so ganz
einfach ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir werden also informiert vom Büro für Chancengleichheit, entweder per Mail oder auf sonstigen Kanälen über Neuigkeiten, die es gibt im Bereich Beruf und Familie. Und ich kann sagen, dass unser, also das Forschungszentrum da sehr groß drin ist, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Das wird auch immer wieder in allen Umfragen als sehr lobend hervorgehoben. Es gibt jegliche Art von Teilzeit. Wir haben einen Anbieter, der sich um der auch Kinderbetreuung vermittelt, einen externen Anbieter. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt hier. Wir haben auch, weil das gerade zumal zur Sprache kam, wir haben auch eine Ferienbetreuung, eine eigene. Wir haben ein eigenes Schülerlabor, wo es auch Ferienbetreuung gibt. Also es ist schon, wir sind schon sehr gut aufgestellt, so, und wir bekommen dann halt die Informationen und ich verteile die dann bei uns in der Abteilung weiter, sage ich mal, in einem eigenen Verteiler, also wo ich weiß, die Leute interessiert das dann auch und das wird auch sehr gut angenommen. Also nochmal auch auf die Folie, die Sie gerade gezeigt haben, alles, glaube ich, was da draufsteht, da sind Herr Schaps und ich uns, glaube ich, einig, wird bei uns im Forschungszentrum so gelebt und angewandt und da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich habe auch noch zwei kurze Fragen an Sie beiden. Zum einen, Frau Groß, Sie sind ja seit 7 Jahren in dieser Rolle und gesellschaftlich ist in diesen 7 Jahren ja auch viel passiert, auch die Art und Weise, wie Vereinbarkeit gelebt wird. Haben Sie da einen Wandel gespürt in den letzten Jahren? Gibt es andere Bedürfnisse, andere Bedarfe von Seiten der Beschäftigten? Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage ist die, inwiefern bei Ihnen in dem Forschungsinstitut auch die Frage der Pflege von Angehörigen über diese Familienbotschafter aufgefangen wird. Das ist ja ein bisschen, das ist natürlich ein familienrelevantes Vereinbarkeitsthema, aber das ja häufig von der anderen oder anders angegangen wird, sagen wir mal so. Ja, also. Entschuldigung, Frau Groß, da würde ich unheimlich gerne ergänzen zu deiner ersten Frage. Was hat sich verändert in den letzten 7 Jahren? Auch die Frage nochmal, ist Familienbotschafterin, sozusagen, werden sie überwiegend von Frauen angesprochen? Also ist es ja nach wie vor ein Thema, was mit dem sich Frauen auseinandersetzen? Oder sind es vor allen Dingen auch Väter, Männer, die Pflegeaufgaben haben, die sich sozusagen mit ihren Anliegen an Sie als FamilienbotschafterInnen wenden? Ja. Also ich fange mal an, der Philipp kann ja gleich bestimmt noch ergänzen aus seiner Sicht. Es hat sich was geändert. Ich habe das ja auch teilweise hier im Chat gesehen. Ist natürlich klar, durch Corona hat sich einiges geändert, was einfach die Fragen und die Probleme angeht. Ne? Wie mache ich das, wenn ich mobiles Arbeiten habe und trotzdem meine Kinder noch nebenbei betreuen will, weil die dann auch zu Hause saßen. Also da gab es echt viele Fragen in der Richtung. Ich glaube, auch da waren wir ganz gut aufgestellt, weil es sehr flexible Möglichkeiten gibt, wie man das handhaben konnte. Ist natürlich aber auch bei so einem großen Unternehmen wie bei uns, wir haben über 7000 Mitarbeiter, jedes Institut handhabt das auch ein bisschen anders, aber ich glaube, bei uns zumindest ist es ganz gut gelaufen. Nur Frauen, nein, kann ich nicht sagen. Wir haben tatsächlich auch sehr viele Väter, die, also jetzt, ich rede jetzt von unserer Abteilung, die auch Elternzeit nehmen und die auch Fragen dazu stellen. Also das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also da würde ich schon sagen, das ist eher. Und die Frage nach der Pflege, die Sie gestellt hatten, ja, das ist das zweite große Thema, was wir haben. Also nicht nur Kinderbetreuung, sondern auch Vereinbarkeit von Pflege. Nur haben wir auch immer wieder und bei diesen Netzwerktreffen, die wir einmal im Jahr auf jeden Fall haben und manchmal auch häufiger, festgestellt, dass es den Leuten deutlich schwerer fällt, darüber zu reden und danach zu fragen, als es bei Kinderbetreuung ist, weil das irgendwie eher mit einem Tabu behaftet ist. Also ich glaube, dass es sehr viel mehr Leute gibt, die das betrifft und das aber auch gar nicht sagen. Das ist so die Erfahrung, die ich aus dem Austausch mit den anderen gemacht habe. Ganz spannend. Wir haben gerade als Netzwerkbüro auch eine Umfrage zu dem Thema gemacht und haben morgen eine Veranstaltung mit dem BMFCJ dazu zum Thema Pflege. Und es ist spannend zu hören, dass Sie sagen, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Ich hätte eine Frage in Richtung Führungskräfte auch. Jetzt sind Sie ein Forschungszentrum, das heißt, Ihre Führungskräfte machen Karriere aus fachlichen Gründen. Und das merke ich gerade so in universitären oder auch Forschungseinrichtungen, wo die Fachlichkeit dann sehr hoch ist, ist es manchmal auch nicht so einfach, die Führungskräfte auch zu erreichen, die ja ganz wichtig sind, wenn ich Vernetzungen auch über Bereiche hinweg haben möchte. Jetzt weiß ich, dass es bei Ihnen ganz gut läuft, weil mir das Forschungszentrum soweit auch ganz gut bekannt ist. Da würde ich mal gerne erfahren, wie Sie das denn auch mit Führungskräften geschafft haben und ob sich da vielleicht auch jetzt während Corona was verändert hat auch.
dass die halt auch als Promotoren quasi auch für das Thema mithelfen können. Ja, also mein Chef ist da super drin, aber vielleicht mag Philipp was dazu sagen, wie es bei den anderen so läuft. Ja, wir sind groß und deswegen ist es natürlich heterogen, aber direkt sozusagen, was mir dabei eingefallen ist, also die Idee der Familienbotschaftenden seinerzeit ist tatsächlich auch unter anderem mit entstanden, auch aus der Frage, wie können wir Führungskräfte mitnehmen. Wie gesagt, ich habe das ja schon erwähnt, das war ja auch ein Teil der unserer Zielvereinbarung damit im Beruf und Familie Audit. Und wir sind damals zu allen unser Arbeitstitel war die Tour durch die Lande, ja. Unser Ziel war, mit allen Führungskräften oder mit vielen Führungskräften, möglichst allen, in einem Zeitraum von 2 Jahren mal ins Gespräch zu kommen. Und wir kommen mit so einem Paket dahin, ja. Also wir kommen mit einem Angebot dahin, wir können mal mit Mitarbeitenden bei einer Mitarbeiterversammlung zu Besuch kommen und so weiter. Und ein Angebot davon waren die Familienbotschaftenden. Und das ist dann schon so, dass wir auch, die Frage steht ja auch im Chat, wie haben wir rekrutiert, dass wir auch den Führungskräften gesagt haben, naja, du als Führungskraft profitierst auch davon, wenn ihr eine Familienbotschafterin oder einen Familienbotschafter im Institut habt. Ich habe vorhin gesagt, die sollen keine Führungsaufgaben übernehmen, sollen sie auch nicht. Klammer auf, wir haben aber auch für Familienbotschaften, die Führungskräfte sind, Klammer zu. Aber in der Rolle als Familienbotschaften haben die natürlich keine Führungsaufgaben. Aber sie entlasten zumindest diesen Teil. Ich halte meine Mitarbeitenden up to date. Sie wissen Bescheid über Services, sie wissen Bescheid über Angebote und Maßnahmen, die sie nutzen können, um ja gut zu vereinbaren, um gut zu vereinbaren und damit natürlich dann auch, ich sag mal, besser ihre Arbeit leisten zu können. Das ist ja im Sinne der Führungskräfte. Aber also das ist das und ich glaube auch, dass es weiterhin dann so funktioniert hat. Jetzt haben wir ja schon 66 Familienbotschaften und das heißt, wir konnten schon einige Führungskräfte überzeugen und wir machen das auch so immer noch, dass alle Familienbotschaften, die wir haben, über die Führungskräfte benannt werden. Ja, also das ist Voraussetzung und oft ist es auch wirklich so, dass wir nochmal neue Führungskräfte erinnern und sagen, es gibt Familienbotschaften, denkt doch mal drüber nach. Dann informieren wir ein bisschen darüber, wie das dann so läuft, wie wir das auch unterstützen. Oder wir schicken schon mal alle 2 Jahre, würde ich mal sagen, so ein Reminder, hey, ihr seid diejenigen, die noch keine Familienbotschaftenden haben. Wir haben da so eine Liste, ne? Die Institute, die noch keine haben. Es gibt auch manchmal gute Gründe dafür, manche sind auch ein bisschen kleiner und so weiter, aber da erinnern wir schon manchmal daran und sagen, denk doch mal drüber nach und wie gesagt, auch das entlastet dich als Führungskraft. Im Chat ist die Anregung, dass sowas ja natürlich auch über Abstimmung in Teams möglich wäre, also dass die Teams sich selbst eine Familienbotschafterin suchen. Das ist eine Anregung, die man ja auch in anderen Unternehmen mitnehmen kann. Und wir haben noch eine Frage. Sie haben ja auch schon gesagt, Herr Schaps und Frau Groß, dass Sie verschiedene Forschungseinrichtungen haben. Und eine Frage im Chat ist, ob das auch über verschiedene Arbeitgeber vorstellbar ist, dass so Familienbotschafter sozusagen verschiedene Arbeitgeber abdecken. So habe ich die Frage jetzt verstanden. Und quasi als Netzwerk arbeiten. Könnten Sie sich das vorstellen nach den Erfahrungen, die Sie haben mit unterschiedlichen Einrichtungen in Ihrem Haus sozusagen? Also wir sind natürlich ein großer Arbeitgeber, insofern bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe selber noch nie in einem KMU gearbeitet, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich vorstellen kann ich mir das schon. Also wir haben auch verschiedene Standorte und das ist auch insbesondere nochmal interessant, dann glaube ich, da einen Familienbotschafter, Familienbotschafterin zu haben, wenn man gar nicht auf dem Campus in Jülich sitzt, sondern zum Beispiel in Berlin oder in Garching oder so, da haben wir auch, oder in Nürnberg haben wir auch eine Familienbotschafterin, weil man dann auch so ein bisschen angeboten ist an andere Leute, die mit den Themen sich auseinandersetzen und das hilft. Also wenn ich das jetzt aus unserer Sicht versuchen würde, auf kleine und mittlere zu übertragen, glaube ich, das würde funktionieren. Es hätte aber wahrscheinlich Herausforderungen, die ich jetzt als Mitarbeiter einer großen Firma nicht so gut bewerten kann. Also ich glaube aber die Grundidee, ja, da geht bestimmt was, auch über verschiedene Arbeitgeber hinweg. Die andere Vernetzung wäre ja dann quasi, dass sich FamilienbotschafterInnen vernetzen von verschiedenen ja. Arbeitgebern. Das kann sicherlich auch interessant sein, gerade wenn es irgendwo regional ist. Also sowas erleben wir halt zum Beispiel mit Projektleitungen vom Auditberuf und Familie, die regional irgendwo auch ein Stück weit zusammen sind, dass die sich da untereinander vernetzen, sind jetzt keine FamilienbotschafterInnen in dem Sinne, aber so Antreiber in ihrer Organisation und dass die sich dann halt vernetzen auch, um ja von anderen auch zu lernen. Da ist auch wieder eine Kooperation ganz spannend auch. Dann würde ich noch mal eine Folie zeigen und zwar geht es hier um die Erfolgskriterien von solchen Kooperationen auch.
Also Erfolgskriterien, gleich mal kurz ein bisschen was zu Stolperstein, auch nochmal was so qualitativ quasi bei der Befragung entgegengekommen ist, was wir ausgewertet haben, sind einfach hier so ein paar Erfolgskriterien aufgelistet. Die Bekanntmachung der Möglichkeiten natürlich, jetzt sind wir wieder bei Kommunikation und Kultur, Vertrauen und Wertschätzung, was wir eben schon mal hatten, auch eben Kommunikation und kulturbildend, gleiche Interessen verfolgen, auch immer wichtig, also ein gemeinsames Ziel auch zu haben. Partner müssen gleichermaßen profitieren, Win-Win-Situation. Also wenn es verschiedene Partner sind, man lebt schon mal, dann ist so der ein oder andere mal der Antreiber, die Antreiberin für das Thema. Da erlebe ich es, wenn es ganz gut ist, vielleicht an einem Jahr der oder diejenige und am nächsten Jahr dann von einem anderen Arbeitgeber bei so Kooperationen. Da finde ich es immer sehr erfolgsversprechend auch. Da geht es um die Unterstützung, die eigene Organisation nicht leisten kann, eben die Expertise des Partners zu nutzen. Aber da auch immer wieder Richtung Win-Win denken. Standortnähe, also gerade so Kooperation regional in kleineren Industriegebieten oder ähnliches, räumliche Nähe, ist da auch sicherlich ein Erfolgskriterium, weil man da die gleichen Belange häufig hat. Individuelle Vereinbarungen, die geschlossen werden. Ich erlebe Kooperationen ganz unterschiedlich, die so ein bisschen auf Handschlag stattfinden, aber dann auch wirklich Kooperationen, die mit richtigen Kooperationsverträgen auch ganz formell gemacht werden. Gerade auch, wenn es um Verantwortung geht, wenn man sowas wie Kinderbetreuung oder Ferienbetreuung hat, da ist natürlich auch versicherungsrechtliche Sachen ganz wichtig. Daher ist es da ganz gut, wenn dann wirklich auch formale Vereinbarungen getroffen werden. Mittel- bis langfristige Zusammenarbeit sollte so im Fokus sein, wobei es da sicherlich auch ein Stück weit um Agilität geht auch. Immer wieder mal anpassen, kurzfristig auch. Aber wirklich profitieren tut man häufig im ersten Jahr nicht unbedingt, weil dann ist so der Aufwand des Aufbaus. Aber längerfristig, mittel- und langfristig kommt da wirklich dann der Profit. Klare Abstimmung, wer macht was? Das sind so diese Thema Vereinbarungen. Koordination sollte mindestens durch eine Person stattfinden. Also starke Treiber, Treiberinnen braucht es sicherlich für das Thema auch immer. Und ausreichende Ressourcen, finanziell und personell, das ist häufig ein Thema auch. Und da kann man natürlich profitieren, wieder Beispiel Kinderbetreuung oder Ferienbetreuung. In einem Jahr organisiert die Organisation, im anderen Jahr organisiert die Organisation. Und Einbringung aller Beteiliger, um die Reichweite auch zu erhöhen, auch noch als eines der genannten Erfolgskriterium. Aber kommen wir mal zu den Stolpersteinen. Also bei der Befragung war dann auch die Frage, ob es Stolpersteine gibt. Und da hat dann nicht ganz unerwartet die Mehrheit gesagt, ja, es gibt doch deutliche Stolpersteine auch. Ja, und was sind die Stolpersteine? Woher kommen diese? Zum einen ist es das Thema Kultur. Also ein bisschen diese Erfolgskriterien einmal umgedreht. Also Vertrauen, Wertschätzung, wenn das nicht vorhanden ist, wenn man das nicht entwickeln kann, das muss man nicht erwarten, dass es von Anfang an da ist, aber wenn man es nicht schafft, das zu entwickeln, ist es ein wesentlicher Stolperstein. Wenn es unterschiedliche Erwartungen gibt, also da ist eben gerade die Bildung bei Kooperationen ganz wichtig, dass da wirklich auch ein Stück weit ein Prozess ist, auch mit formulierten gemeinsamen Zielen und Erwartungen, schauen, inwieweit die dann so auch zusammenmatchen. Und dann natürlich das ganze Thema Organisation, Koordination. Und hier findet man natürlich auch wieder das Thema Ressourcen. Gibt es Ressourcen, damit das koordiniert werden kann? Wir hatten eben das Thema Geldwerte, Vorteil, rechtliche Frage, Kooperationsverträge, Budgets, Kosten, Sparmaßnahmen. Wie kann man was für Kosten geltend machen? Was bedeutet das steuerlich? Und da macht sicherlich Sinn, das genau auch zu prüfen, je nach Dingen, in denen man kooperiert. Aber da hat man den Profil davon, wenn man das gemeinsam macht, dann hat man einmal einen Steuerberater, einen Finanzberater da, der dann das genau erklärt auch. Und da kann man dann wieder gemeinsam von profitieren. Unterschiedliche organisationale Vorgaben hinsichtlich Corporate Design, Nutzung von Ressourcen auch. Eine bringt viel ein, der andere weniger. Das schafft dann irgendwann mal ein Ungleichgewicht. Und auch das Corporate Design. Also wir hatten ja eben gesehen, Arbeitgeberattraktivität ist was ganz Wichtiges auch. Und da macht es durchaus Sinn, sich auch mal so Richtung externe Kommunikation zu überlegen. Mensch, wie treten wir denn gemeinsam damit auf? Also wir erleben dann, dass dann auch Flyer gemacht werden, ähnliches. Da sind dann die Logos der Unternehmen dabei. Also das ist wirklich dann auch gerade fürs Marketing, aber auch für die Glaubwürdigkeit in der eigenen Organisation halt wichtig ist, dass der eigene Arbeitgeber da auch sichtbar ist,
damit man nachher auch quasi mit die Belegschaft quasi auch das dem Arbeitgeber zuschreibt auch, wodurch die Bindung dann erhöht wird. Mangelnde Angebote ist auch schon mal ein Problem, dass halt nicht genug angeboten wird. Fehlende Bekanntheit von Kooperationen in der Organisation. Da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, interne Kommunikation auch. Genau, dann würde ich das gerne nochmal in unsere Diskussionsrunde auch geben. Was würden Sie so den Teilnehmenden gerne mitgeben, so als Erfolgskriterien oder auch Stolpersteine, wo man drauf achten sollte? Und Fragen gerne natürlich im Chat oder auch, wenn Sie dann Anregungen für die Runde hier haben. Genau, wir wissen, dass Sie, Herr Schaps, vielleicht ein bisschen früher los müssen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir erstmal mit Jülich anfangen und danach auf jeden Fall das Riester-Netzwerk Bufen-Familie hier nochmal zu diesen spannenden Fragen befragen. Ja, also ich meine, bei den rechtlich formalen, also ich fange mal bei den Stolpersteinen an oder bleib da mal, weil das jetzt auch das Letzte war, was gezeigt wurde. Und da ist unserer, also ich kann schon bestätigen, dass es ein Stolperstein sein kann. Ich meine, wir haben viele von diesen Problemen in diesem Beispiel Familienbotschaften, würde ich mal sagen, nicht. Da, weil wir sind in einer Organisation, da erfahren wir, wenn überhaupt einen Stolperstein, also es gibt Stolpersteine, aber das ist vielleicht die Vielfältigkeit, die Heterogenität in den einzelnen Kooperationen sozusagen, weil es ist teilweise auch so, dass wir, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben 66 Personen, die Familienbotschafter sind. Einige sind, sehen wir immer bei jedem Netzwerktreffen, die melden sich, die kommen in die Beratung, die kommen zu anderen Veranstaltungen auch. Und andere wiederum sehen wir alle 2 Jahre mal. Das ist auch in Ordnung, das sagen wir auch, aber die Heterogenität macht es manchmal bei dem Beispiel Familienbotschaften, das ist da vielleicht ein Stolperstein. Das ist für uns manchmal nicht ganz so einfach, weil das teilweise nicht so gut vergleichbar ist. Wenn ich jetzt an andere Kooperationen denke, die wir als Büro für Chancengleichheit haben, auch externe, ne? Wir haben ja, hat Susanne auch schon gesagt, einen Dienstleister in der Kinderbetreuung, wir haben eine Kita, die auch formell nicht zum Forschungszentrum gehört und so. Und da sind diese Formalia und selbst auch so Corporate Design Fragen und so halt auch durchaus so. Wir sind schon bürokratisch und öffentlich finanziert und müssen auf viele Dinge achten, wenn wir Kooperationen eingehen. Und da geht sozusagen nicht alles, was wir gerne hätten, sozusagen, auch im Vereinbarkeitskontext. Also auch während Corona, muss vielleicht mal als Beispiel dazu sagen, sind wir gestartet mit diesem Thema virtuelle Kinderbetreuung. Das war so etwas, ich hatte selber 3 Kinder, wo ich dachte, geht gar nicht, ging aber dann doch. Aber auch da musste man echt gucken, was dürfen wir überhaupt finanzieren, was geht eigentlich und ja, das vielleicht zu dem Thema Stolpersteine und Formalia. Das kann ich nur bestätigen. Ich würde gerne noch mal nachfragen, ob Sie wahrnehmen, dass durch die Familienbotschafterinnen sozusagen auch die interne Kooperation, also der interne Austausch, die gegenseitige Unterstützung der Beschäftigten, die Solidarität innerhalb der Belegschaften gefördert wird. Also es ist halt groß, das Forschungszentrum, aber ich glaube ja. Wir haben auch Umfragen gemacht, hat Susanne Groß ja auch schon erwähnt, auch interne. Und dann wurde auch gesagt, wen sprechen Sie an bei bestimmten Fragestellungen und so weiter in den Instituten, aber auch darüber hinaus. Und die Familienbotschaftenden sind dabei. Wir haben auch gesehen, dass die AnsprechpartnerInnen neben uns als BFC auch die Sozialberatung oder Ähnliches stärker kontaktiert werden. Das liegt mit Sicherheit nicht nur daran, dass wir Familienbotschaften eingeführt haben, aber ich glaube, das ist ein Baustein davon. Also ich denke schon. Und wie gesagt, dieser Netzwerkgedanke, der spricht ja auch für diese Annahme, dass das Netzwerk der Familienbotschaftenden auch sowas geworden ist wie so ein Think Tank zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und man kann da sozusagen auch mitwirken. Ein Kommentar vielleicht auch noch kurz zu dem, was da in dem Chat stand. Und das passt auch nochmal vielleicht dazu. Ich habe ja gesagt, wir gehen über die Führungskräfte, wenn wir Familienbotschaftende suchen. Das stimmt auch. Aber es gibt natürlich auch den Bottom-up-Prozess. Also wir sind auch schon angesprochen worden von Leuten. Ey, ich bin jetzt neu im Forschungszentrum. Ich habe gesehen, mein Institut hat keinen Familienbotschafter. Ich würde es aber gerne werden. Und dann haben wir halt gemeinsam mit denen geguckt, ja komm, dann sprechen wir mal mit der Führungskraft oder können wir dich dabei unterstützen. Und dann hat das auch ganz oft oder fast immer auch geklappt. Ja, also es gibt auch diesen Bottom-up-Prozess und ist ja vielleicht auch
ein Teil, denn der auf Ihre Frage einzahlt. Ja, da würde ich auch gerne noch ein schönes Beispiel aus unserem Unternehmensnetzwerk einbringen und auch ein auditiertes Unternehmen, nämlich die DZ Bank, die auch gerade den Innovationspreis im Rahmen unseres Unternehmenstages am 30. September gewonnen hat. Wenn Sie da sich informieren wollen, gehen Sie gerne bei uns auf die Veranstaltungsplattform und gucken sich die Doku an. Die DZ Bank hat, also ich glaube, es ist schon deutlich geworden, auch vorhin, dass Teamzusammenhalt und Kooperation und innerhalb von Belegschaften der Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielt, gerade in den letzten Jahren. Und die DZ Bank hat die Möglichkeit eingerichtet, dass Beschäftigte Stunden spenden in einen Stundenpool, der dann während der Corona-Zeit genutzt wurde, um Menschen mit familiären Sorgearbeiten oder Sorgearbeit zu entlasten. Und die Entscheidung darüber hat eine Ombudsstelle getroffen. Und nach der Corona-Zeit, also es war so, dass diese Stunden auch immer anonym gespendet wurden. Ich konnte jetzt also nicht sagen, ich, Herr Meier, spende meine Stunden für Frau Müller, sondern der Herr Meier hat die Stunden in den Pool eingegeben und über alle Einrichtungen der DZ Bank wurde dieser Pool sozusagen ausgeschüttet in Abstimmung mit einem Ombudsmann, einer Ombudsfrau, einer Ombudsstelle, die dafür gesorgt, die jetzt geprüft haben, das Anliegen und dann die Stunden verteilt haben. Und nach Corona ist der Bedarf sehr zurückgegangen an Stunden, aber sie haben mit im Rahmen einer Gesamtbetriebsvereinbarung das Vorhaben fortgeführt oder führen das fort, weil sie gesagt haben, wir haben unseren Verwendungszweck erweitert. Wir hatten die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen waren. Wir haben sehr viele Beschäftigte, die zu Hause kranke Angehörige haben, Krebserkrankungen, Kinder, die krank sind und die betreut werden müssen. Und was sie von den Beschäftigten halt immer wieder hören, ist, wir brauchen Zeit. Und diese Zeit sozusagen stellt die Belegschaft gemeinsam zur Verfügung, indem Stunden gespendet werden. Und das, die DZ Bank hat also bis Mai 22, also während der Hochphase der Corona-Zeit, jede gespendete Stunde nochmal mit einer Stunde aufgestockt. Also das war auch ein tolles Beispiel und deshalb auch preiswürdig für den Sonderpreis, also Sonderinnovationspreis im Rahmen von der Volkswerk der Familie für gelebte Solidarität und We are Family, Oliver, ne? Wie es das Motto unserer heutigen Veranstaltung ist, in einem Unternehmen. Das auch nochmal als Beispiel. Das Schöne war da auch dieses Anonyme auch und dann diese ganz neutrale Stelle, diese Ombudsmannstelle, ist nochmal so besonders hervorzuheben, dass da eine neutrale Stelle ist, die dann halt die Anträge prüft und das dann weitergeht. Also da ist jetzt auch niemand, der irgendwie sich profilieren will, wo man sagt, ach Mensch, da gibt jetzt jemand ganz viel ab, nur weil er sich profilieren möchte oder ähnliches, sondern alles anonym, alles wirklich der Sache geschuldet dann. Und das ist wirklich ein hervorragendes Beispiel. Genau. Und Frau Groß, vielleicht können Sie ja auch solche Stimmungen fördern als Familienbotschafterinnen. Nehmen Sie das so wahr, dass Sie Solidarität untereinander damit auch fördern? Ja, das finde ich eine tolle Idee. Also, weiß ich nicht, könnte man vielleicht hier mal zumindest mal im Hinterkopf behalten, Philipp, ob man sowas auch mal vorschlägt. Weil ich glaube, da könnte man durchaus hier auch einige Mitarbeiter für gewinnen, die das auch machen würden. Ich wollte nur mal kurz aus meiner Sicht was die Stolpersteine und so angeht, also aus Sicht quasi der Familienbotschafterin nochmal schildern. Also klar, was halt ein großes Risiko ist bei dieser Rolle, die wir haben, das ist ja ein Ehrenamt. Also es ist nichts, was irgendwie man übertragen gibt, was in irgendeiner Tätigkeitsdarstellung oder sonst irgendwas auftaucht, sondern es ist wirklich ein Ehrenamt. Und was wir auch häufiger schon besprochen haben, ist, es kann natürlich passieren, dass man auch in Konflikte reingezogen wird. Wenn jetzt ein Mitarbeiter einen anspricht, hier das und das läuft nicht gut und das betrifft aber den Vorgesetzten dann vielleicht. Und dann hilft mir, also wir sind nicht dafür da, um jetzt da Vermittler zu spielen zwischen irgendwelchen, bei Konflikten zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Dafür, also dass es wirklich die Rolle ist, so gedacht, so angelegt, dass man Multiplikator ist, wie der Herr Schaps das auch gesagt hat, dass man dann sagt,
wenn du das und das Problem hast, kannst du da und da hingehen und der kann dir helfen. Aber das ist auf jeden Fall was, was auch ein Risiko ist, dieser Rolle eben, die wir da haben. Verstehe ich das richtig, dass Sie quasi so eine eher so eine vermittelnde, neutrale Position haben, also nicht Mitarbeitendenvertretung sind und nicht Führungskräftevertretung, sondern wirklich eine neutrale Position einnehmen? Ja, und das ist eben nicht ganz einfach, weil man kennt ja die Beteiligten dann, ne? Wenn man halt in dem Institut dann auch ist, dann kennt man den Chef, dann kennt man den Mitarbeiter und dann muss man sich aber trotzdem da raushalten, ne? Oder sollte man. So ist es jedenfalls eigentlich gedacht gewesen von Anfang an. Das heißt also, bei den Erfolgsfaktoren können wir sozusagen auch eine neutrale Instanz in vielen Fällen als wichtiges Kriterium noch mit hinzufügen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also weil wir erleben das auch im Netzwerk, hören wir immer wieder, dass auch im Zuge von Corona und wer hat die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, wer nicht, dass so Fairness-Diskussionen aufkommen in Betrieben. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Erfolgskriterium auch neutral, also eine neutrale Stelle zu haben. Man braucht auf der einen Seite die Treiberinnen, ja, die das Vorhaben sozusagen im Sinne der Sache voranbringen, aber man braucht eben auch die neutrale Stelle, die vermittelt wirkt. Ja, super. Und ich kann, um das auch nochmal zu ergänzen, was der Herr Schaps eben gesagt hat, also ich kann das auch nur von meiner Seite aus sagen, ich fahre einfach viel mehr an diesen ganzen Veranstaltungen, die es im Forschungszentrum gibt, ob das jetzt die Ferienspiele oder sonstige Dinge sind. Dadurch, dass wir das halt vom BFC dann weitergeleitet bekommen und dann weitergeben, ich glaube, dadurch ist auch die Bekanntheit dieser ganzen Dinge im Forschungszentrum schon sehr gestiegen. Also ich glaube, dass das echt viel gebracht hat, weil vorher habe ich das auch nicht erfahren. Ne, unbedingt, wenn es da wieder eine Veranstaltung gab, die dann für alle eigentlich interessant ist. Ja, vielleicht die Frage auch nochmal ins schöne Dresden gegeben. Wie sind Ihre Erfahrungen? Was sind die Erfolgskriterien bei Ihnen oder auch Stolpersteine? Sie haben ja auch mit ganz unterschiedlichen Organisationen zu tun in Ihrem Netzwerk. Ja, also ich denke, es sind nicht so viele Stolpersteine, sondern wir haben sehr viele positive Effekte. Letztendlich haben wir die gleichen Probleme teilweise, dass gerade die Forschungsinstitute jetzt, was vorhin auch angesprochen wird, Problem Führungskräfte, wir ja viele Sachen bei den Führungskräften durchsetzen müssen, dass das wichtig ist, dass wir das machen müssen. Gesundheitstage oder eben irgendwelche Sachen, die wir etablieren wollen, wo erstmal die Führungskräfte sagen, ach, braucht man nicht wo man dann aber immer sagen kann, man hat ein Druckmittel, weil man sagt, die anderen Forschungsinstitute haben das auch alle. Ne? Und also insofern helfen wir uns dort in dem Netzwerk schon gegenseitig. Und natürlich helfen wir uns mit Ideen gegenseitig. Immer wenn ein neues Handlungsprogramm aufgestellt werden muss, wird ja untereinander besprochen, was macht ihr denn oder was könnt ihr noch besser machen, was habt ihr schon, sodass man das Fahrrad nicht neu erfinden muss, sondern eben viele Ideen übernehmen kann und dann natürlich auch einen ganz anderen Input bekommt, um irgendwas durchzusetzen. Was ich auch wichtig finde oder was, glaube ich, sehr hilft, ist, wenn man nochmal überregional, also bei uns ist ja der Standort wirklich so, was wir gemeinsam haben, Aufmerksamkeit für seine Themen erweckt. Also wir im Netzwerk haben dann zum Beispiel, oder die Kolleginnen damals haben 2013 und 2016 zum Beispiel eine eigene Festveranstaltung einfach gemacht für die Zertifikatsübergabe. Ne? Das ist dann in der Stadt Dresden bekannt. Das hat Aufmerksamkeit bekommen. Da kann man auch andere Akteurinnen und Akteure für diese Themen gewinnen, kann auch mal in der eigenen Institution mehr darauf hinweisen, was da alles gemacht wird und vielleicht auch andere Kooperationen schließen oder vertiefen, wie zum Beispiel mit dem Studentenwerk oder so. Also sowas finde ich auch wichtig und das könnte ein Stolperstein sein, wenn man das jetzt vielleicht nicht so verfolgt. Mhm. Nochmal eine Frage, so die Unterschiedlichkeit in Ihrem Netzwerk. Sie haben ja ganz unterschiedliche Teilnehmende. Da sind dann große finanzstarke Organisationen vielleicht dabei, andere vielleicht ein bisschen knapper, was Ressourcen anbetrifft. Wie schaffen Sie denn so den Ausgleich, also dass jetzt auch keiner sich übervorteilt oder benachteiligt fühlt?
Also da haben wir das Glück, dass hier der Neidfaktor eigentlich in unserem Netzwerk überhaupt keine Rolle spielt, sondern ich denke mal auch, das sind ja alles Frauen, die auch Gleichstellungsbeauftragte sind und die eigentlich nicht so mit den Ellenbogen hier irgendwelche Neidfaktoren etablieren wollen, sondern man will sich gegenseitig helfen. Also ich denke mal, das ist auch eine Grundlage, dass wir alle an einem Strang ziehen. So die gleichen Erwartungen haben, was wir eben auch schon mal so als Kriterium hatten, gleiche Erwartungen, gleiche Ziele auch haben. Ganz spannend. Ich habe auch noch eine Frage, Frau Albrecht, Frau Schaufel, bezüglich der Kommunikation Ihrer Angebote, weil ich musste bei dem Punkt, den Frau Groß vor ein paar Minuten gesagt hat, auch an viel Erfahrung der Netzwerkmitglieder bei uns denken, nämlich, dass es Angebote gibt, die sind toll, die sind auch bedarfsgerecht für die Beschäftigten, aber die sind nicht wirklich bekannt in der Organisation. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung für Unternehmen, für Organisationen, die guten Angebote, die gemacht werden, auch regelmäßig zielgruppengerecht und dergleichen in die Belegschaft zu spielen, dass sie auch genutzt werden. Wie versuchen Sie das in dem Netzwerk sicherzustellen? Wie kommunizieren Sie die Kooperation und die Angebote, die wir haben? Ja, also die Angebote werden natürlich auch immer wieder neu in den einzelnen Instituten vorgestellt. Also beispielsweise bei unserem Institut jedes Jahr in der Betriebsversammlung, in den Leiterberatungen. Wir haben einen Schaukasten, wo im Hauptgebäude die Angebote auch nochmal alle veröffentlicht sind. Wir haben einen Flyer. Das sind also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, natürlich Intranet. Es ist auch so, dass diese Angebote, wenn es jetzt wieder um Ferienbetreuung geht, dann auch als Rundmehl wieder kommen oder eben diese Pflegevorträge, die ja von der TU Dresden angeboten werden, dass wir auch als Netzwerkpartner uns da online zuschalten können, kostenlos. Das wird dann immer als Rundmehl an alle Mitarbeiter gegeben, sodass die sich von sich aus alle anmelden können. Also das ist schon auch immer sehr viel Arbeit natürlich, aber wir haben da viele, viele Kommunikationsmöglichkeiten. Und innerhalb des Netzwerkes ist es so, dass wir uns immer zweimal jährlich getroffen haben. Durch Corona jetzt war mal Pause mit dem persönlichen Treffen, da lief alles nur noch über Mail. Und jetzt haben wir aber Ende November auch wieder ein Netzwerktreffen, wo wir uns alle wieder sehen werden. Wie ist das bei Ihnen, Frau Groß? Mit der sozusagen die festen Kommunikationskanäle, gibt es die? Ja, wir haben tatsächlich, wo Sie das gerade angesprochen haben, wir haben auch jetzt noch im November ein Netzwerktreffen. Leider ist das wieder online. Für mich, also ich mag das, ich mag diesen persönlichen Austausch sehr, vor allen Dingen, weil man sich auch in der Pause oder sonst noch irgendwie miteinander treffen kann. Aber Herr Schaps hat es ja auch gesagt, wir sind 55 Leute und dafür einen Raum zu finden, ist nicht so ganz einfach. Alleine, wenn man die ganzen Abstände und alles mit einhalten muss, deswegen muss das online, aber ja, gibt es jetzt auch wieder. Und ansonsten halt sehr regelmäßige Informationen vom Büro für Chancengleichheit über was neu ist und was gerade stattfindet, ja. Ja, spannend. Das ist natürlich auch der in Anführungsstrichen Vorteil der Wissensarbeit, dass man tatsächlich die ganzen Kommunikationskanäle ja unmittelbar auch im Alltag, im Arbeitsalltag nutzt. Interessant wird die Frage der Kommunikation ja durchaus auch in Unternehmen, Organisationen, wo viele Leute eben nicht im Büro arbeiten, sondern eben unterwegs sind. Da gibt es auch tolle Beispiele über Mitarbeitenden-Apps. Da muss ich auch an den Innovationskreis denken, Oliver und Kirsten, genau, da gab es ja auch diese ein prämiertes Unternehmen für diese für so eine App. Also da gibt es schon tolle Ideen da draußen in der Unternehmenslandschaft. Ja. Genau, da hilft es uns ja auch, dass wir immer mehr gewöhnt sind, virtuell zusammen zu sein. Mhm. Also heute die Teilnehmendenzahl wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, wenn wir irgendwo vor Ort gewesen wären. Aber da kann ich Frau Groß auch nur unterstützen, das, was nachher fehlt, sind die Kaffeegespräche. Also ich hätte es auch gern als Live-Veranstaltung heute gehabt, aber wäre natürlich nochmal ein anderer Aufwand. Deswegen nutzen Sie den Chat, um Ihre Anregungen, Ihre Erfahrungen, Ihre Kommentare zu teilen oder Ihre Fragen zu stellen.
Ja, und das möchte ich auch noch mal sagen, wir haben diese Netzwerktreffen dann immer an den verschiedenen Institutionen gemacht, sodass die Netzwerkpartner auch die einzelnen Forschungseinrichtungen kennenlernen konnten. Und so konnte man dann auch immer zeigen, ach, guckt euch jetzt mal unser Eltern-Kind-Arbeitszimmer an und beim nächsten wieder, ja, wir haben das und das, sodass man auch gesehen hat, wirklich gesehen hat, wie die das umgesetzt haben, was an den jeweiligen Forschungsstandpunkten existierte. Und das ist auch immer etwas eindrucksvoller, als wenn man das nur hört und nur irgendwo online darüber spricht. Also ich finde das schon sehr schön, dass man sich da auch wirklich vor Ort dann trifft. Mhm. Ja, ganz prima. Haben wir noch was im Chat? Nein, aktuell nicht. Vielen Dank, Thomas, dass du den Link eingestellt hast zu der Dokumentation vom Unternehmenstag. Und Silke, vielen Dank, dass du auch nochmal zur DZ-Bank den Link geschickt hast, weil das ja wirklich auch ein spannendes Vorhaben war. Mhm. Genau, also wir werden Ihnen im Anschluss auch die Dokumentation zukommen lassen, die Präsentation zukommen lassen auch. Und wenn dann Fragen sind, natürlich immer wieder gerne auch. Ja. Genau. Gut. Was nehmen wir mit? Spannende Frage. Vielleicht auch eine Frage an die Teilnehmenden. Was nehmen Sie mit? Was waren für Sie jetzt auch vielleicht Impulse? Vielleicht auch nochmal Ideen? Vielleicht auch Dinge? Wir sammeln natürlich auch immer sowohl Erfolgsfaktor Familie als auch die Beruf und Familie. Sammelt auch immer sowieso, was gibt es für Bedarfe? Was für Themen sind jetzt wichtig auch? Welche Impulse sind wichtig? Daher gerne nochmal in den Chat auch rein. Das können wir alles aufnehmen. Das sowas saugen wir auf. Und versuchen daraus dann entsprechend auch Informationsangebote. Ja, genau, und vielleicht auch an Frau Schaufel, Frau Albrecht und Frau Groß nochmal die Frage, was erwarten Sie, was an Themen und Bedürfnissen in Sachen Vereinbarkeit, Beruf und Familie auf Sie zukommt in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal. Wo geht's hin? Also was werden die Themen sein, mit denen Sie sich im übernächsten Jahr beschäftigen werden? Was nehmen Sie da schon an Strömung war. Die Frage auch gerne an die Teilnehmenden im Chat zu schreiben. Ne? Weil wir versuchen ja alle mit unseren Angeboten darauf zu reagieren. Und insofern ist es spannend zu hören, was Sie auch in Ihren Kooperationen wahrnehmen. Wo verändern sich Bedarfe? Was erwarten Sie da? Vielleicht, Frau Schaufel, wollen Sie anfangen? Ja, also ich glaube, wir werden uns jetzt auch erstmal bei unserem nächsten Netzwerktreffen austauschen, was jetzt die Themen sind. Aber ich kann vielleicht so von unserer Hochschule sprechen. Großes Thema wird nochmal sein, wirklich Väter einzubinden und auch zu erreichen mit den Angeboten. Also das ist so das große Thema, das hatten Sie ja vorhin auch angesprochen. Also ich denke, das wird viel kommen und wirklich auch nochmal Regelungen zur Arbeitszeit. Also ich glaube, da gab es jetzt ja schon viel durch Corona, da wurde viel angepasst, aber da gibt es immer noch Schräubchen zu drehen. Da setzen wir uns jetzt ran, ja. Mhm. Frau Albrecht? Ja, also bei uns auch Thema mobiles Arbeiten jetzt ganz groß geschrieben, was durch Corona ja natürlich bewiesen wurde, dass es alles möglich ist, was vorher eben auch nicht so etabliert war. Da wird sicherlich viel passieren. Wir sind jetzt bei einer BV für mobiles Arbeiten. Das wird sicher nachjustiert werden. Auch wie wir das dann regeln in Richtung Rahmenarbeitszeit, Kernarbeitszeit und dergleichen. Ich denke, das wird ein spannendes Thema sein. Und was auch ein spannendes Thema sein wird weiter, das ist die Pflege, weil da denke ich auch immer mehr jetzt betroffen sind. Dadurch, dass die Menschen zum Teil älter werden und zum anderen Teil auch später ihre Kinder bekommen, betrifft das jetzt auch mehr auch schon Jüngere, auch Leute, die noch selber Doktoranden sind und noch in der Ausbildung, sodass das sich auch alles ein bisschen verschiebt. Und da denke ich, dass da auch noch viel dazu kommen wird. Ja, also ich kann natürlich nur aus meiner Sicht das jetzt sagen, weil ich bin ja nicht beim Beruf für Chancengleichheit, aber
Also ich kann zum einen sagen, als Personalerin, es wird immer schwieriger, neue Leute zu gewinnen. Ich glaube, das Problem haben alle. Und da ist sowas, was man sich natürlich da auf die, also was wir immer sagen bei Vorstellungsgesprächen ist, wir haben die Kita, wir haben alle Möglichkeiten an Teilzeit, wir haben alle Möglichkeiten an mobilen Telearbeit und so weiter. Das sind ganz wichtige Dinge, nach denen die Leute auch fragen in den Bewerbungsgesprächen und die man sich als Unternehmen echt auf die Fahne schreiben sollte, weil im Konkurrenzkampf ist das vielleicht genau das, was einen dann dazu bringt, dann bei uns anzufangen und nicht irgendwo anders. Das zum einen würde ich sagen, ja, mobiles Arbeiten, wie die Kollegin gerade gesagt hat, ist bei uns auch ein Thema. Wie viel Anwesenheit vor Ort, wie viel mobiles Arbeiten, wobei wir festgestellt haben als Unternehmensentwicklung, also wo ich arbeite, die Abteilung, dass es nicht gut ist, wenn wir nur alle im mobilen Arbeiten sind, weil halt viele Dinge, die uns vorher stark gemacht haben, einfach weggefallen sind. Nämlich die Vernetzung untereinander ist da zunehmend schwierig geworden. Also es ist ein großes Thema hier auch im Forschungszentrum. Ich glaube, das sind so Themen, die in nächster Zeit immer mehr werden. Aber auch genau, wir hatten es vorhin schon mal, Vereinbarkeit von Pflege wird sicherlich bei uns auch noch mehr werden. Da könnte sicherlich unsere Sozialberatung was zu sagen, was da für Zahlen sind, wie viel Beratungsbedarf die da auch haben. Ja, also da würde ich mich den Vorrednern durchaus anschließen. Und ja, Kinderbetreuung ist auch bei uns ein großes Thema. Wir haben eine Kita, Herr Schaps hat aber auch gesagt, die gehört eigentlich im Kreis Düren. Das heißt, noch nicht mal die Mitarbeiter hier haben ein Anrecht darauf. Und es gibt eine ellenlange Warteliste. Und ich höre immer wieder von den Kolleginnen, die hier Kinder bekommen, die müssen sich quasi schon vor der Geburt irgendwo anmelden, damit die überhaupt eine Chance haben, einen Platz zu bekommen. Und das, ja, das wird, glaube ich, auch ein großes Thema werden. Also steht auch im Chat von einigen Teilnehmerinnen, die darauf hinweisen, dass eben dieses, vor allem auch Kleinkindbetreuung ein großes Thema ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das Policy Paper der Prognos AG, das bei uns auf der Homepage veröffentlicht wurde, ob Sie da das gelesen haben. Da ist eine spannende Zahl drin, also gerade weil Sie auch das Thema Fachkräftebedarf, Fachkräftesicherung angesprochen haben, Frau Groß. Wenn nur jede Teilzeit arbeitende Frau pro Woche um eine Stunde die Arbeitszeit erhöhen würde, unter der Rahmenbedingung, dass eine bessere Vereinbarkeit gegeben ist, gerade mit Blick auf Kinderbetreuung, wären das 2,5 Millionen Stunden pro Woche, was 71.000 Vollzeitäquivalenten bei 36 Stunden pro Woche entspräche. Also das zum Thema Fachkräftesicherung. Ich glaube, wir müssen dieses Thema Pflege, haben Sie völlig recht, alle ganz klar, aber auch das Thema Kinderbetreuung auch weiter angehen. Und wir als Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie stehen natürlich für Vernetzung zur Verfügung. Da war die Frage auch im Chat, sozusagen gibt es die Möglichkeit, sich zu vernetzen? Ja, nutzen Sie unsere Veranstaltungen, nutzen Sie die Mitgliedschaft, auch Gesprächspartner sozusagen über die Mitgliedersuche zu generieren und mit denen Kontakt aufzunehmen. Da haben Sie viele Möglichkeiten. Genau, und auch was Beruf und Familie anbetrifft, also wir haben zum Teil spezifische Netzwerke auch, die eng miteinander arbeiten. Das sind dann so branchenbezogene, also Sie können sich auch gerne nochmal an uns wenden mit Vernetzungsbedarfen dann auch. Individuelle Vernetzung stellen wir regelmäßig auch her und je nachdem, was für einen Bereich Sie kommen, haben wir nochmal zusätzliche Vernetzungsmöglichkeiten. Aber eben auch unsere Partnerin Erfolgsfaktor auch, da gibt es auch ganz viele gute Informationen. Aber wir sind auch immer ansprechbar. Genau. Ja, Oliver, du hattest ja gefragt, was nehmen wir mit, ne, aus der Veranstaltung? Ja. Und das ist, also nur wenn ich anfangen kann, das ist für mich eine ganze Menge. Zum einen nochmal ein ganz großes Dankeschön an die tollen Vertreterinnen der spannenden Initiativen. Und worüber ich jetzt nochmal nachdenken werde in den nächsten Tagen oder wenn ich mich diesem Thema widme, ist die Frage der neutralen Position bei dem Ganzen. Das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt. Und Kirsten, du hast ja angesprochen, dass diese Ombudsposition in der Initiative der DZ-Bank ziemlich viel, also ein wichtiger Aspekt ist dieser Initiative. Und Frau Groß hat ja auch angesprochen, dass man manchmal eben in dieser komischen Situation ist, dass man die Hierarchien auch im Unternehmen auch noch mitlaufen lässt im Hintergrund und wie man da neutrale Position herstellen kann, die eben auch
auch Fairness ermöglichen, soweit es möglich ist, in Kooperation. Das finde ich jetzt eine spannende Frage, über die es sich lohnt, nachzudenken. Ja. Und was ich auch nochmal mitnehme, Oliver, weil du das gerade fragtest, also erstmal, dass es da ganz tolle Kooperationsprojekte draußen gibt und dass wir viel mehr solche Veranstaltungen machen müssen, um die bekannt zu machen. Aber ich fand nochmal, dass sehr deutlich geworden ist heute, dass wir zwar auf der einen Seite viele Instrumente haben, dass es letztendlich aber immer eine Frage der Kommunikation und der Haltung ist, also diese kulturelle Frage, und dass wir viel stärker an den Kulturen arbeiten müssen. Und Instrumente sind ein Weg, also Instrumente können wir nutzen. Und das ist auch sehr vielfältig, sehr individuell, von jedem Betrieb, bei jeder Kooperation anders. Aber die Grundhaltung, eine offene Kommunikationsbasis, also diese Haltungsfrage, das ist bei Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja auf allen Ebenen und in allen Dimensionen wirklich die zentrale Frage. Das hat sich für mich nochmal bestätigt. Also meiner Seite her kann ich das nur alles unterstreichen auch. Und was für mich jetzt nochmal deutlich wurde, auch diese gemeinsamen Erwartungen, dass die wichtig sind. Mhm. Also selbst wenn ich unterschiedlichste KooperationspartnerInnen habe, wenn man gemeinsame Erwartungen hat, dann kann man auch gemeinsam was erzielen auch. Und das finde ich eine ganz, ganz positive Tendenz auch, die so ein bisschen auch jetzt, während Corona entstanden ist, so dieses Stück weit nochmal stärker in die Solidarität gehen, auch was diese Themen anbetrifft. Aber das Ganze realistisch auch mit entsprechenden Vereinbarungen. Und es gibt natürlich die ganzen formalen Dinge auch, die zu klären sind. Das gehört auch dazu, das Ganze nutzbar zu machen. Gerade wenn ich auch Führungskräfte mit dahinter haben möchte, dann brauche ich ja ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und ich denke, da gibt es so viel positive Dinge, die man damit bewegen kann, dass man da auch ja Menschen mit bewegen kann, die dem erstmal nicht so offen sind. Aber Solidarität, dann hat man auch die Mehrheit hinter sich und die kann was bewegen. Und eben diese gemeinsamen Erwartungen, gemeinsame Ziele. Und dann können auch unterschiedlichste KooperationspartnerInnen miteinander arbeiten. Und die gemeinsamen Erfolge unbedingt feiern. Das sowieso, ja. Gut. Ich gucke gerade nochmal in den Chat. Was. Vollzeit. Kraftäquivalente auf Basis einer 36-Stunden-Woche berechnet. Zu optimistisch für den öffentlichen Dienst? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, Zeit ist schon was ganz Wesentliches auch. Ja. Und ich denke mal, Arbeitszeitgesetz wird jetzt irgendwann mal nachlegen müssen auch. Gerade wie geht man um in der digitalen Welt? Und gibt ja immer mehr auch so die Diskussion, 4-Tage-Woche oder nicht. Und ich denke, da ist einiges im Umbruch. Das braucht sicherlich alles seine Zeit. Ich sage immer, man muss ein bisschen auch langen Atem haben bei dem Thema. Man sollte ein bisschen ja auch Druck machen, aber man braucht auch den langen Atem, weil viel hat auch mit Kulturbildung zu tun, Kulturentwicklung zu tun auch. Ich schaue gerade noch mal. Ja, Thema Pflege, sicherlich eines der großen kommenden Themen, wo Solidarität auch nochmal ganz, ganz anders gefragt wird dann auch. Genau. Ja, dann möchte ich mich bedanken. Ich fand es eine ganz runde Veranstaltung auch. Wir nehmen auch nochmal den Anreiz mit, hier nochmal mehr Vernetzung zu machen, auch nochmal mehr so zu diesem Thema auch was zu bringen auch. Fragen Sie uns an. Wir stehen alle immer da gerne zur Verfügung. Und ich bin mir sicher, dass bei den Teilnehmenden auch einige spannende Vernetzungsprojekte bereits umgesetzt wurden. Und wenn wir da auch ins Gespräch kommen können in weiteren Veranstaltungen, wäre das natürlich auch toll. Genau. Ja, genau. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie ein gutes Beispiel haben. Und wir planen solche Veranstaltungen mit Ihnen sehr, sehr gerne. Mhm. Okay, vielen Dank an unsere Referentinnen auch nochmal. Herr Schaps musste leider schon gehen, aber da ganz großen Dank nochmal so zum Abschluss. Sie waren sehr bereichernd für die Veranstaltung auch. Und ja, wir freuen uns natürlich auf den weiteren Austausch. Genau. Wir lassen, glaube ich, den Chat noch ein bisschen geöffnet. Ne? Wenn Sie noch irgendwas haben, was Sie reinschreiben wollen, haben Sie dazu noch die Möglichkeit. Wir sind noch eine Weile hier, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, am Ende. Mhm. Genau. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Mittag und noch einen schönen Tag, und ich hoffe, bei Ihnen ist es auch so sonnig wie hier in Frankfurt gerade. Bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.